Hallo und herzlich willkommen bei den Campingtestern. Wir haben wieder mal einen interessanten Test für euch vorbereitet. Es geht um die Sauberkeit im Wohnmobil. Viel Spaß! Ja, und bei diesem Test unterstützt mich Detlef. Er ist seit 15 Jahren ein erfahrener Wohnmobilist und ihn werdet ihr sicherlich ab heute auch öfter mal hier auf diesem Kanal erleben. Über Staubsauger im Wohnmobil haben wir ja schon mal berichtet. Hier oben verlinke ich gerade mal den letzten Film. Da ging es um den Dyson V6 Top Dog. Ein sehr starker, aber auch nicht gerade preiswerter Akkustaubsauger. Und heute mal testen wir ein Gerät, mit dem hat Detlef schon richtig gute Erfahrungen gemacht. Und man glaubt es kaum, es ist ein Gerät, was sowohl mit 12 Volt als auch mit 220 Volt arbeitet. Detlef, deine Erfahrung ganz kurz? Ja, wir wollen also heute mal sehen, wie bekommen wir dann das Wohnmobil schön sauber. Unterwegs ist es immer ein Problem, haben wir sicher schon alle mal probiert. Die kleinen Sachen von den diversen Herstellern, die es hier so ab 20, 25, 30, 40 Euro gibt. Keine Leistung, der Staub bleibt, der Schmutz bleibt im Teppich hängen. Und gerade wenn wir unterwegs sind, dann haben wir ja auch doch mal schlechten Boden und da schleppen wir mit rein. Da ist Gras, da ist Stroh, da sind kleine Steinchen und so weiter. Und ich habe einen Sauger entdeckt, der läuft für 12 Volt und der läuft auf 230 Volt, was ja interessant ist. Und er hat keinen Akku drin. Denn beim Akku habe ich die Erfahrung gemacht, im Winter bleibt das Gerät im Fahrzeug, wenn man es vergisst oder überhaupt. Und dann ist die Leistung eh im Frühjahr weg. Dann hat er keine Leistung mehr, dann ist der Akku breit. Und wie gesagt, diese Geräte haben meiner Meinung nach zu wenig Leistung. Und wir haben ein Gerät entdeckt und das wollen wir euch jetzt vorführen. Ganz kurz am Anfang vielleicht, was kostet dieses Teil? Ist es extrem billig oder sehr teuer? Extrem billig natürlich nicht. Es bewegt sich im Preisbereich zwischen 100, 120, 130 Euro. Je nachdem, wo man es kauft, wo man es sieht. Es gibt bei den einschlägigen Campinghändlern natürlich und überall im Internet, ganz klar. Und ich denke, ein interessantes Gerät, was wir euch jetzt mal vorziehen. Okay, na dann. Was könnt ihr erwarten, wenn ihr das Gerät kauft, wenn ihr es bestellt habt? Es wird euch geliefert, denke ich mal, noch in einem Umkarton. Und dann ist es dieser Kunststoffkasten. Er ist etwas leicht, muss ich sagen. Also ein bisschen weiches Material. Und ich habe schon in Foren gelesen, dass schon mal ein bisschen beschädigt das ankommt. Ja, war bei mir nicht der Fall. Ich habe ihn beim Händler gekauft. Und so kann ich den natürlich auch gut in meiner Garage unterbringen. Also hier drin ist jetzt dieser Staubsauger mit all seinem Zubehör. Ja, das ist der Inhalt. So bekommt ihr ihn. Staubsauger, umschaltbar von 12 Volt auf 230 Volt. Eine Polsterbürste, ein Kabel für 12 Volt mit diesem Adapterstecker. Der andere Adapterstecker für 230 Volt sieht genauso aus, hat aber auf der Seite natürlich den normalen 230 Volt Steiger. Und die Fugenbürste, die wir brauchen, und eine Bürste für den Teppich. Das ist also der Stecker, der in den Staubsauger hinten hineinkommt. So, und auf der anderen Seite die 230 Volt. Das gleiche für 12 Volt. Hier ist der Adapterstecker, der auch in die gleiche Buchse passt, und für den Zigarettenanzünder. Dann haben wir bei manchen Fahrzeugen ja noch einen Adapter. Den kann man hier raufsetzen. Der gehört aber nicht zum Lieferumfang, falls wir eine kleinere 12 Volt Dose haben. Die gibt es ja. So, jetzt beginnen wir mit der Funktion. Natürlich hier umgeschaltet auf 220 bzw. 230 Volt der Schalter. Andere Seite 12 Volt, wenn wir den vorne vom Zigarettenanzünder nutzen. Dann diesen Stecker hier rein, ganz einfach. Zack, in die Steckdose und Funktion. Ich würde jetzt für den normalen Teppich hier diese Bürste nehmen. Das Kabel ist auch lang genug. Ich komme also quer durch dieses 7 Meter Mobil fast bis ganz nach hinten. Ich muss einschränken, fast. Das letzte Stück ist aber an den Betten. Da ist eh nicht der Teppich eigentlich nicht schmutzig. Also der wichtigste Bereich ist ja vorne und bis zum Bad. Und da macht das Kabel auf jeden Fall. Das reicht aus. Kurze Zwischenfrage von hinten. Hast du keine Steckdosen hinten? Ich habe auch hinten Steckdosen, aber wenn ich keine 230 Volt habe. Also wenn ich die 12 Volt habe, die habe ich nur vorne. Und dann ist das Kabel nicht ganz bis nach hinten. Ansonsten kann ich natürlich im gesamten Wohnmobil saugen, ganz klar. So, dann könnten wir euch mal zeigen, welche Kraft er hat.
Ja, wie man sieht, haben wir den Teppich natürlich hier ein bisschen verschmutzt. Wir sind ja immer raus und reingegangen im Garten. Und das ist ja das Übliche, was wir auf den Campingplätzen auch erleben oder auch auf den Stellplätzen. Man schleppt sich eben ein wenig Dreck rein, auch Steinchen und so weiter. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieser Sauger das also wirklich auch wegsaugt. So, nun zeige ich auch das mal. Von der Lautstärke ist es natürlich so, vielleicht nicht morgens um 6 Uhr anfangen, wenn der Nachbar noch schläft. Also warten, wenn der Campingplatz in Betrieb ist. So, ich denke, das sollte reichen. Das Ergebnis ist doch hervorragend. Also ich war jedenfalls begeistert, wo ich den das erste Mal in der Hand hatte und habe gesagt, na endlich mal ein Staubsauger, der im Wohnmobil funktioniert, ohne dass ich das Riesending aus meiner Garage hier reinschleppen muss. Aber sag mal, Detlef, was ist denn, jetzt hast du 22 Volt benutzt. Was ist denn, wenn du jetzt auf 12 Volt umstellst? Das machen wir jetzt mal. Wir probieren mal hier daneben den Streifen mit 12 Volt. Okay. So, jetzt haben wir ihn in 12 Volt eingesteckt. Vorne haben wir ja so eine Steckdose dafür vorgesehen. Jetzt muss ich hier umschalten auf 12 Volt. Steht hier auch nochmal 230, 12 Volt. So, jetzt haben wir ihn umgeschaltet. Funktioniert. Das Geräusch ist etwas leiser. Das heißt also, er wird auch etwas weniger Leistung haben. Hat er schon, aber jetzt gucken wir uns das nochmal an. Das Ergebnis ist völlig okay. Das habe ich bisher noch mit keinem anderen Akkusauger oder dergleichen geschafft. Also wie ihr seht, hervorragend. So, jetzt habe ich nochmal die Düse gewechselt, habe ich diese schmale Fugendüse hier rangemacht, wo die Leistung natürlich entsprechend mehr noch ist, weil der Durchmesser geringer ist, man hört es. So, kann ich also in die kleinen Ecken hier reingehen, kann mal solche Fugen lang machen, diese Ecken hier. Also, er erfüllt voll und ganz das, was ich erwartet habe. Wir machen noch mal erstmal noch mal eine sogenannte Hardcore-Demonstration. Das heißt, wir streuen jetzt hier mal ein paar Sägespäne hin, die ich gerade aus meiner Werkstatt geholt habe. So, könnt ihr mal sehen. Und jetzt probieren wir einfach mal. Das ist ja auch ein schwieriges Material hier. Das haben wir alle so, diese Fußmatten, die haben wir alle so im Eingang. Und jetzt probieren wir mal. Also, ich glaube, mehr geht nicht. Mehr kann ich von diesem kleinen Sauger nicht verlangen. Ja, nun nächster Punkt. Jetzt ist er voll, wir haben genug gesaugt, das Wohnmobil ist sauber. Wie reinigen wir? Press, raus und wie bei jedem anderen Handstaubsauger. Hier ist der Beutel, hier ist der Schmutz drin. Seht ihr? Hier liegt der Schmutz. Den schütte ich aus. Natürlich nicht einfach auf dem Campingplatz so, sondern geordnet, wo es hingehört. Detlef, du bist ja seit vielen Jahren im Wohnmobil unterwegs. Womit hast du denn bisher immer dein Auto sauber gemacht? Ja, also entweder haben wir die Teppiche rausgenommen, ausgeklopft oder wir haben Handfeger und Müllschippe genommen. Es gibt ja auch diese kräftigen Besen im Campingzubehörhandel. Da haben wir dann schon mal das mit abgebürstet. Auch eine kleine Handbürste kann man natürlich nehmen und die Teppiche abbürsten draußen. Aber alles ein bisschen schwierig und wie gesagt, die einfachen Sauger, die ich hatte, die haben alle nicht besonders funktioniert mit den Akkusaugern, die haben nicht die Kraft gehabt. Wir sind auch schon mal an der Tankstelle rangefahren, haben dann den großen Riesenschlauch von den Tankstellen hier reingewirkt und haben dann hier drin ausgesaugt. Und wenn ich zu Hause bin, dann habe ich natürlich einen Nass- und Trockensauger, den großen. Aber auch der ist immer, muss man ran und Riesending und hier rein. Ich nehme jetzt nur noch diesen kleinen, weil der mir sehr gut gefällt und gute Arbeit leistet. Wie bist du denn auf diesen Staubsauger gekommen? Hast du dich auf Empfehlung verlassen? Nee, oder ich habe ihn durch Zufall im Zubehörhandel gesehen
und habe dann die Verkäuferin noch gebeten, ob sie mir den nicht mal vorführen kann. War sie nicht so erbaut von. Habe dann aber doch durchgesetzt, dass ich ihn mal auf 230 Volt probieren konnte. Habe die Hand vorgehalten, habe ihn dann gekauft, bin rausgegangen, habe im Wohnmobil gleich gesaugt und bin dann nochmal reingegangen und habe gesagt, den Sauger können Sie empfehlen. Der saugt wirklich gut, auch mit 12 Volt. Detlef, habt ihr auch Tiere, die mitfahren? Nein, wir haben keine Tiere. Und genau das ist die Frage. Reicht so ein Staubsauger aus, wenn man beispielsweise Hunde mit dabei hat? Das ist ja nämlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und da denke ich, dürfte wahrscheinlich so ein 12 Volt oder 220 Volt Staubsauger schon seine leichten Probleme bekommen. Besonders dann, wenn der Teppich etwas schwieriger strukturiert ist. Aber wie gesagt, da habe ich ja vor einiger Zeit den Dyson TopDog vorgestellt. Allerdings, da muss man, wie ich erwähnt habe, schon ein paar hundert Euro mehr investieren, wenn man das möchte. Aber alles in allem denke ich mal, das war ein recht praxisnaher Test. Und ja, ihr könnt euch ja selber mit dem Staubsauger euer Bild machen.